Ich hab's aber vor, wenigstens mal auszuprobieren. Moin, Meister. Also eigentlich wollte ich mir auch einen Guts hier bauen als allererstes. Aber ich glaube, direkt auf irgendeinen Anime-Charakter zu gehen, ist vielleicht nicht so schlau. Man sollte vielleicht erstmal ein bisschen frei handeln, so was man überhaupt machen kann. Ja, er ist sportlich. Er hätte Adidas Anzug tragen müssen. Oh no! Komm ran! Ja, ja. Krieger im Herzen. Krieger im Herzen. Ich hab ein Schwert, das nach einer Zeit. No! Okay. Jetzt gibt's auch eine Presse. Was gibt der denn da? Doch. Lol. Nein, er ist wieder aufgestanden. Oh, ich hab's vergessen. Ich muss hier ja direkt. Oh. Hast du den gerade drüben danach? So, reicht doch mal langsam hier. Endlich ist auch nur ein Tetris mit Open World. Imagine. Oh, ich glaube, es gibt... Ich weiß nicht, vielleicht kennt man sie ja. Vielleicht auch die, die ein bisschen älter hier untereinander sind. So. Ich habe heute Mittag Adriana Cecik beim Elden Ring spielen zugeguckt. Die hat 40 Stunden drin und wo ich möchte auch wirklich niemanden. Die soll jeder machen, wie er möchte, ne? Aber daran sieht man halt, dass sie noch nicht vielleicht so viel Dark Souls gespielt hat oder so. Sie hat 40 Stunden drin und ist. Hat gerade, glaube ich, Margit gemacht. Das ist ein bisschen hart. Eins nach dem anderen. So eine enge Gänge mag ich gar nicht. Hallo? Eigentlich auch voll schlau, die ganze Zeit mit dem Schild nach vorne schon rumzulaufen. Einfach nicht aufhören zu zaubern. Nein, ich hab gedacht, ich hab das Schwert. Ich hab mal das Schwert, ja. Close. War schon ein bisschen Miroslavs Dose. Nein. Ja. Also ist jetzt nicht so die beste Ausbeute hier. Ich bin 40 und kenne niemanden. Okay, der Adriana Cecik ist, ich glaube, hauptsächlich nicht auf dieser Seite unterwegs. Ushigatana. Wäre ich jetzt geschickt, Digga, hätte das geschmeckt. Wenn man zum Beispiel auf The Hub unterwegs ist, vielleicht kennt man das, hat man die bestimmt schon mal gesehen. Am laufender Geister rum, weil wir in einem, wie sagt man, das hat auch einen besonderen Namen, Katakomben sind wir unterwegs. Und das sind Katakomben, wo immer man irgendwas finden kann. Und damit man das nicht so einfach findet, haben die hier Geister und so eine Skelette reingemacht. So als Falle, so einen auf den, weißt du. Fallen gibt es auch nochmal speziell, aber damit ist schon mal wenigstens bei denen nicht so einfach ist. Ich hab eigentlich gedacht, oder die Leute. Kommt alle her. Jetzt muss ich sie aber auch töten. Nein, nein. So. Ich hab wieder nichts.
Zauber wird langsam knapp. Nein. Jetzt reicht. Wo kommt der andere jetzt her? Jungs. Können wir später Party machen. Ich muss hier weg. Oh. 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 Ich hab gar nichts mehr. Ah, Leute, hier sind wir. Ich darf von nichts mehr getroffen werden. Tod Counter gleich auf 1, Kapi. Noch nicht. Nach einem Naruto. Ist halt wirklich so, Digga. Ich hab nix. Ah, einen Zauber hab ich noch. Das ist der Bogenschütze gewesen, hoffentlich von mir. Bin ich gleich tot. Bitte nicht. Oh, war es das sogar schon? Was soll ich machen? Five-Head-Movie. Hier gibt es ja keine Items, ne? Ich gehe einfach zum. Oh, hier gibt es ein Item. Das holen wir, ab zum Hebel und dann war es das. Jetzt scheißegal, wenn wir hier auch sterben. Kein Skelett ist aufgestanden. Ah, okay. Nein! Stirb! Oh, das wird doch jetzt der größte Film überhaupt. Mal hier mal den einen hier. Och nee, Bruder. Nicht aufhören zu schlagen. Niemals aufhören zu schlagen. Niemals aufhören zu schlagen! Note aber nie geguckt. Alter Schulkumpel von mir hat da immer mal diese Ruhe für diese OP gemacht. Laber doch nicht! Jetzt Retalk? Oh, Bruder, ich hab ihn nicht. Oh, ich hab. Oh, okay, abhauen. Ich hab keinen Bock mehr auf den. Ich hab den nicht komplett gemacht. Aber alles gut, wir haben den Hebel betätigt. Alles erfüllt, was ich wollte. Jetzt kann ich den Boss hier machen. Oder wenn der den Rock Lee-Charakter wirklich synchronisiert hat, ist er einfach eine lebende Legende. Einfach eine lebende Legende, Digga. Ich muss sagen, ich habe es auch mal versucht, so bei diesen Synchronsprechern. Alter, hab mal was eingeschickt. Für den Fall der Fälle, dass da vielleicht mal irgendwer Bock hat, mal meine Stimme zu benutzen. Das Problem ist aber, dass man da... Also ich habe das Gefühl, man muss schon einfach irgendwie Connections haben, damit man da zu irgendwelchen Sachen kommt, so. Man kann sich da nur bei so einer Seite im Endeffekt eintragen. So, wegen man ist available, dann da ein paar Tonsachen einsprechen, so. Was sowieso weird champ as fuck ist. Frag mir nicht, was ich da gesagt habe. Assassin der schwarzen Klinge. Aber ja, weil ich keine Connections habe, gucken sich doch wahrscheinlich auch nicht so viele Leute an. Ja gut, das ist, glaube ich, relativ einfach geklärt hier, Jungs. Jetzt fängt er an auszuweichen. Aber geh nochmal. Was soll denn das werden jetzt? Was soll denn das werden, Digga? Attacke rausbreiten. Oder steht ein Meter vor mir, ich treffe nicht. Oh ja. Okay. Mann! Digga! Oh, sogar eine Kiste. Schmeckt. Todeswurzel. Was bringt eine Todeswurzel, Jungs? Wenn ihr mir das sagen könnt, ohne zu spoilern. Ich muss ganz kurz eine Nachricht verfassen. Hat doch schon einiges gemacht, so ein Kurs, hätte ich auch Bock drauf. Also, definitiv wenigstens mal ausprobieren, ne? Ich werde wahrscheinlich jetzt kein krasser Synchrosprecher oder sowas. Aber es wäre schon cool sagen zu können, Digga, dass man in irgendeinem Film, Anime oder dergleichen
eine Rolle gespielt, aber eine Stimme gesprochen hat. Wie ich sehe, bist du auch stark im Basketball investiert. Tod? Ja, ja, Tod hieß das. Und ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr stark im Basketball. Ich habe Basketball mittlerweile komplett, also Fußball komplett mit Basketball ausgekauft. Und Flabby, Digga, was geht, was geht? Gut zum Tee kochen. The fuck? Gut, haben wir nochmal kurz mitgenommen, ne? Würde ich sagen, gehen wir jetzt über die Brücke. Bevor wir gehen, können wir nochmal kurz leveln. Und... Genau, ich mache jetzt Kraft erstmal hoch. Ach, lol! Ich brauche 10.000 Runen. Gucken wir mal ganz kurz, was haben wir hier. Das könnte gut aussehen. Ich habe nicht gedacht, ich habe gedacht, ich brauche irgendwie 5.000 oder sowas. Ich brauche einfach auch schon 10.000 hier. Bin in den 90ern viel geguckt, bin jetzt mehr im Baseball unterwegs. Oha. Baseball habe ich früher auch schon ein paar Mal reingeguckt. So. Ist manchmal sehr, sehr tiefenentspannt. Also kann man sich echt auch geben, Baseball. Void fliegt noch ein Controller. Bis jetzt sieht es sehr gut aus. Aber bis jetzt gar keine Probleme. Larry macht sich gut. Ja, hast du, wenn du in den 90ern geguckt hast, hast du ja wahrscheinlich die Besten auch mitbekommen, Digga. Heutzutage gibt es kaum Leute, die besser sind. Es gibt nur einen, der ein besserer Shooter ist. Sowas gab es damals noch nicht so. Aber ansonsten... Oder hast du schon die Prime von Basketball damals mitbekommen? Mal am Dreiecksperren. Vielleicht kriegen wir die Materialien. Ja, ich glaube, du hast recht. Das ist der Typ, der da rumstürmt. Oder wenn du nicht ein Stück näher kommst. Oha, das macht ja gar keinen Schaden auf sein Helm. Dann bist du keine Gefahr für mich. Hier lag doch vorher noch ein Item. Hä? Hä? Digga, hier lag doch vorher noch. Da lag doch noch vorhin was. Das war Shaq. Noch bei Orlando Magic und Bulls waren halt hot wie Sau. Ja, true. True, Digga. Wie gesagt, es gibt seitdem halt auch nichts Besseres, ne? Das sind halt einfach die besten Spieler, die es jemals gab. Nee, das ist nicht richtig. Guck mal kurz, was der Kollege hier anzubieten hat. Und die Schildkröte nimmt er mit. Ist ein bisschen Sünde, die zu töten, aber die geben einen Schildkrötenreise. Ja klar. Hast du geschlafen oder was? Banditenmaske. Von ihm können wir zum Beispiel auch diese Schildkrötenhälse kaufen, aber eigentlich auch schon fertig. Gut, dann nehmen wir die Notizen mit, die sind mir auch wichtig. Kaum etwas anzubieten. Ändert sich das später? Hat er später mehr Shit, den man ihn abkaufen kann? Oder hat er immer so wenig? Bei den Phoenix Suns war auch geil. True. Charles Barkley ist sowieso eine Figur im Basketball, die es zum Glück... die es niemals hätte fehlen dürfen. So. Der Typ, ne, weiß ich nicht. Ist nicht die hellste Kerze auf der Torte, Bruder, aber definitiv die lauteste. Boah, aber diese Feeling hätte ich gerne mitbekommen bei den 90ern. Ja gut, das kannst du aber auch nicht sagen, ne? Weil, guck mal, Flabby, findest du, es gibt einen besseren Dunker als Vince Carter? Gerade in der heutigen NBA auch so, jemals. Also, dass es jemals was Besseres gab als Vince Carter oder so? Shooten hast du recht, habe ich auch gesagt. Steph Curry, kann keiner was sagen, ist halt einfach der beste Shooter, den es jemals in diesem Sport wahrscheinlich geben wird. Aber finishen? Haben wir noch auf Streetball-Turnier? Es gibt mehrere Shops. Ja, true, aber der eine hier, kriegt der jetzt nochmal irgendwie extra Sachen dazu oder bleibt der bei diesen Sachen, die er hat? Also nicht, jeder Händler hat was anderes. Ja, okay, okay. So, dann gucken wir hier mal weiter, ne?
Also immer der Straße hinterher, würde ich sagen. Kann man nämlich nicht falsch abbiegen, wisst ihr, wie ich meine? Ich bin auf der Straße. Doch, ich bin ganz anders. Das Speedball-Turniere, das hat sich leider auch nicht geändert. Es sind so gut wie gar nicht in Deutschland. So gut wie gar nicht. Schmeckt. Es gibt bei den Kollegen da unten in dem Boot ab. Ich kann mein Pferd rufen, schmeckt. Ja, ist ein Gegner. Das ist sogar ein Boss! Er ist unsichtbar. Er ist von Google, er kann sich teleportieren. Das ist so einfach als Zauberer, als ich selber. Sünde. Er hat eine Attacke gemacht, hat mich nicht mehr getroffen. Danach, ich wurde fertig. Ah, das wurde ja fast knapp. Das hat der Chip der mich gemacht. Was soll ich sagen? Mal so. Easy. Warum macht denn der Automod was dazwischen, wenn du mein Ding schreibst? NBA Upper Deck Karten sammeln war auch mein Ding. Noch eine Todeswurzel. Irgendwas muss ich doch mit dieser Todeswurzel machen können. Was geht bei dir, mein Freund? Und ich hab dich unterschätzt. Ist als Magier ist wirklich einfach, Icy. Aber Icy, das können wir schon mal sagen, wirklich jetzt, wenn du Bock hast da drauf, kannst du mir gerne bei dem zweiten Boss helfen. Also bei dem zweiten großen spätestens. Also entweder beim Drachenblut von Nostella oder so. Weil da, glaube ich, brauche ich unbedingt Hilfe. Und bei Harry Potter Schwester. Ja, aber Aaron Gordon hat auch saftige, aber außer Danken kann der Gefühl auch nichts. Ja, vorstellen lassen, würde ich sagen. Zeig mir eure Karte. Zum Bestienkerker. Die Aukati-Turniere mal veranstaltet. Ich glaube, mittlerweile ist halt Basketball einfach zu unattraktiv in Deutschland geworden. Bleiben die einfach tot? Natürlich. Er zaubert. Das läuft ja nicht, mein Freund. Ich bin der einzige Zauberer hier. Gerne, aber Harry Potter Schwester ist leider immun gegen Zauber und hast schon den Drachen getötet. Sie verlinkt euch, da ist Energie. Ja, ja, auf jeden Fall. Den habe ich auch schon gemacht. Meinst du? Nee, nee, das ist einer in so einem Dungeon ist das. Also der ist auch nicht oben auf der Welt unterwegs, sondern der ist... Das könnte ich, glaube ich, auf der Karte schon zeigen, bloß ist es nicht aufgedeckt bei mir. Also wenn das jetzt hier nach Sturmwind dann weitergeht, ne, ganz normal, dann geht es ja hier so ein bisschen lang. Und dann kommt ja hier dieser Riesensee. Und dann hier an der Seite, da ist so ein Aufzug, der dich nach unten fährt. Der ist auch einer von diesen Aufzügen, die so lange brauchen. Und da kommst du dann nach Einsil. Und wenn du da dann weitergehst, da ist dieser eine Drachenritterdrache. Huch! Guck mal, hier ist was. Underground Shit. Habe ich ein Steinschwert? Nice. Schildkröte geht's nicht gut, ne? Hier gibt's... Oh, Sünde. Das wird jetzt, Ich treffe einfach beide nicht. So schlecht. Einfach free Schildkrötenhälse. Schmeckt.
Digga, einfach einen Haufen Kuchen, die Faust, die hier rumlaufen. Okay, noch nie gesehen, aber kann die da gerne helfen. Ja gut, Digga, dann wird es ja mal Zeit, dass der gute alte Rex hier da mal zeigt, wie man Elden Ring spielt, wa? Harry Potters Schwester hatte ich nach 3 Versuchen geschafft. Ich bin gespannt, wie es mit meinem Magier laufen wird. Mit meinem Krieger ging es auch. War nicht so schwer. Bloß ich hatte manchmal echt kein Glück mit ihrer 2. Phase. Das erste Mal, als ich bei ihr in die 2. Phase gekommen bin, hat sie nur Wölfe gerufen. So, und da bin ich halt in ihren Kampf mit einem Krank reingegangen. Nur um mal zu gucken, so ein bisschen Angriffsmuster und so anzugucken, was überhaupt für ein Boss ist. So, das war der Gedanke dahinter. Oh, nicht weggeworben. Kuss. Grüner Schildkröten-Talisman. Was macht denn der? Und ja, dann hat sie beim 2. Mal, hat sie direkt den Drachen gerufen, dann den Riesen. Beschleunigt die Ausdauerregeneration. Crit Stefan regenerieren LP. Ist gar nicht schlecht. Aber ich glaube, bis jetzt können wir da nicht viel machen. Das wäre alles gute Sachen für den Krieger, ne? Frauen und Phasen sind... Ja, da hast du recht, Digga. Das ist immer kritisch, Digga. Warte kurz. Automod. Automod ist manchmal... Mein Schwert. Warum? Verstehe ich nicht. Wenn ich dir helfen würde, ist es nicht so schwer. Ich habe mein Schwert auch schon gemaxt. Also deswegen, da bin ich ja mal gespannt, Digga. Da bin ich ja mal gespannt. Das wird auch das nächste Gebiet, was wir, denke ich, mal durchgucken werden. Mal kurz gucken, wie ich hier im Osten ankomme mit meinem Magier. Ob das ein bisschen anders aussieht, als ich da mit meinem Krieger reingegangen bin. Oder ob das dann genauso aussehen wird. Kurz gedacht, das wäre eine Kirche hier. Hey, hey, hey. Man muss nur genug gucken. Oh, so in den Ruinen nochmal gucken. Noch irgendwas. Bis auf irgendwelche Skelette. Sieht jetzt nicht so aus, ne? Aha! Ein Schmiedeschein. Nehmen wir mit. Dann weiter Richtung Osten, ne? Mein Schwert ist doch keine Beleidigung. Vielleicht meinen sie von wegen so mein Cock oder so. Keine Ahnung, Digga. Obwohl, wir haben halt auch dieses Emote hier, by the way. Und jedes Mal, wenn ich dann sage, Jungs, Cocks im Chat, dann wird dieses Emote gespammt. Ist übrigens seit 2 Wochen aktiv und wurde schon 1500 Mal benutzt. Ja, kannst du wieder die Ruine aus den Ruinen. Das ist auch so ein Satz, der macht nur einen Elden Ring Sinn. Kann ich jetzt wirklich einfach da vorne zum Baum? Und keiner sagt da was gegen. Kann ich mir nicht vorstellen. Das wird magisch. Und das hat mich in einem Tag auch übelst getriggert. Da habe ich offstream fürs Godfrey am Ende seiner Kampagne. Seine goldene Armee, unbesiegt und stolz, findet jedoch verloren, Gnade ruiniert und verblasst. Ach, wir sind doch im Roten jetzt schon. Warte mal. Der Boden ist gar nicht rot, sondern das alles rot wegen... Warum steige ich vom Pferd ab? Das alles rot wegen der Sonne hier, oder was? Einen Kollegen, der mir hilft. Sie ist einfach die Beste. Was ist denn das? Dann ist sie auch noch übelst strong. Ja, kommst du mal näher, mehr Meter näher ran mit deinem Schwert? Kommst du von da hinten nicht weit? Nein! Habe ich keine Zauber mehr? Ich habe keine Magie mehr. Das wird jetzt lustig. Ihr Riesenschwert gegen mein kleines. Alles gut bei dir? Ja. Ich glaub.
Oha, tut das weh. Och, Bruder, das wird jetzt aber... Du nervst so hart. Ja. Reicht doch langsam. Es ist so gottlos, ne? Hör auf! Nein! Friss das! Nein! Das ist halt der Osten, ne? Da kriegst du immer auf die Fresse. Egal, was du machst. Ihr spielt vielleicht auch PS5, denke ich mal, ne? Dann werdet ihr jetzt sehen, wie ekelhaft die Ladezeiten hier sein können. Dein Gegner sollte das Spiel durchzocken. Ist so, Digga. Das Schwert sah auch echt sehr sexy aus. Aber ich denke mal, ich werde jetzt kurz meine Runen holen. Und dann gehen wir zur Harry Potter Schwester. ODB ist, glaube ich, wirklich noch zu gut für dich. Kann dir empfehlen, erst Harry Potter Schwester zu machen. Alles klar. Dann gehen wir erstmal zur Harry Potter Schwester. Es gibt eine kleine Pause, Jungs. Mit musikalischer Untermalung. Bis gleich. Xbox Series X. Ja gut, aber du hast auch schon bessere Ladezeiten als ich, ne? Ich habe das gesehen. Mein Kollege meinte so, Bruder, ich habe keine Ladezeiten. Und der erzählt immer gerne. Und da habe ich erst so gedacht, der will mir wieder einen erzählen. Aber dann habe ich wirklich mal die Ladezeiten bei euch gesehen. Und das sind halt wirklich 2 Sekunden.